So, hallo. Ja, das war doch, glaube ich, ein ganz guter Übergang. Dann erstmal vielen Dank an den Stefan. Jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Computer. Also kein Atari ST. Ich wusste gar nicht, dass es das als Computer zählt. Naja, nee, war interessant auf jeden Fall, der Flipper. Ich muss zugeben, der Sound war gar nicht mal so verkehrt. Und für den ST hat sich das echt gut angehört. Ja, dann geht's jetzt weiter mit Ingos Treasure Hunt Folge 70. Und heute haben wir den 26. November 2022. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt, machen wir weiter mit der Berliner Spielekiste. Und ich bin hier erstmal falsch, weil ich bin mit Kickstarter 3.1. Das ist etwas zu modern. Da müssen wir mal ein bisschen noch, ja, ein bisschen zurück in der Zeit. Und zwar auf Kickstarter 1.3. So mit der biederen Hand. Also ich muss sagen, das sah schon irgendwo ein bisschen dröge aus, aber man war ja damals überhaupt froh, dass man ja überhaupt eine Grafik da hatte. Wobei ich habe ja eigentlich immer erwartet, dass ein Computer, wenn man ihn einschaltet, dann einen Interpreter zeigen muss, beziehungsweise eine Konsole, wo man tippen kann. Und das war beim Amiga ja nicht der Fall. Also da war ja dann nichts, wenn man eingeschaltet hat, wo man dann irgendwo loslegen konnte. Und stattdessen hatte man halt wirklich so eine schlecht gezeichnete Hand. Also hat euch das eigentlich nie gestört, sowas? Also ich fand das damals immer ein bisschen strange, weil Amiga hatte so tolle Grafikfähigkeiten und die Hand, das ist halt wie von einem fünfjährigen Kind, wenn das eine Hand zeichnet. Ja gut, wobei ich jetzt auch nicht besser gekonnt, aber gut, ist egal. Auf jeden Fall Hand oder keine Hand, das ist hier die Frage. Wir machen weiter mit der Folge 139. Und jede Diskette ist eine Überraschung. Also ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja, wir hatten. Warte mal, was habe ich denn jetzt getippt? Welche Folge hatte ich denn? 139? Nee, ich habe jetzt mich gerade. Oh Mann, wenn ich rede und schaue, dann passiert nie was Gutes. Ich hatte mich gerade jetzt verguckt, aber 139 stimmt. So, ja, hallo erstmal, Oliver. Das war bestimmt einer der Programmierer, der die Hand gepixelt hat. Ja, das wäre doch mal was Feines, dass man da irgendwie eine alternative Hand reinpatchen könnte in das Kickstart. Gut, vielleicht war da auch nicht mehr Platz, das kann natürlich auch sein, weil der Platz war ja begrenzt. Und ja, so ein bisschen so schnell reingezeichnet. Also ich glaube, das war auch jetzt keine Ausschreibung, die dahinter war, sondern der Programmierer hatte wahrscheinlich 5 Minuten Zeit und hat sich dann irgendwas zurechtge Pixelt. So, was sehen wir hier? Eine weiße Schneelandschaft. Ja, hat sich der Amiga aufgehangen, oder? Gut, dann mal probieren wir jetzt mal Folgendes. Weil das sieht irgendwie aus, als ob der ein Speicherproblem hat. Ich schalte jetzt mal den Slow-Mem aus und gehe mal auf Fast-Mem. Und vielleicht geht das damit besser. Es kann übrigens auch mal sein, dass irgendwie mal was Komisches ist, das auch dann ein neues Kickstart braucht oder was weiß ich. Also es gab da echt die komischsten Dinge beim Amiga mit der Kompatibilität. Das war manchmal nicht ganz ohne. So, aber lad doch einfach. Ah, jetzt lädt er. Seht ihr? Oder war das jetzt irgendwie der. Also, ich habe auch früher immer das Gefühl, also ich hatte so einige Aberglauben beim Amiga, ja? Aberglaube Nummer eins, man sollte nie am Joystick rütteln während dem Laden, das bringt Unglück. Und dann, man sollte auch nie die Maus anfassen, ja? Also nie irgendwas wackeln, weil sonst lädt er nicht richtig. Und ich weiß auch nicht, also Esoterik Amiga war damals irgendwie eins. Man hat sich aber gefreut, dass er überhaupt manchmal geladen hat. Oder was man ja auch manchmal hatte, wenn die Diskette irgendwie nicht laden wollte, hat man mal die Klappe aufgemacht und mal reingepustet. So, oh, Poker Start. Ja, Poker. Ach gut, das ist wieder sowas. Ja. Amiga Poker. Mit der Adresse und Telefonnummer. Was war das für Geräusch? Ja, hallo, Aho. So, warte mal, was? Wenn ein Absturz schon eine Guru-Meditation heißt, hat das sicher etwas zu bedeuten. Ja.
Ja, hallo Steffen, ja. So, war es das schon? Irgendwie ein komischer Klapper-Sample? Aber, ja, ich muss jetzt auch zugeben, ich bin jetzt hier auch nicht, nicht so der Pokerspieler und muss mir das jetzt auch nicht antun. Also, machen wir mal das nächste rein. Weil, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Poker damals beliebter war als heute. Ja gut, wahrscheinlich gibt es heute die ganzen Online-Poker und ja, also man stößt da auch nicht mehr so drauf. Man wird ja heutzutage eh von dem Spielekonsum auch dann durch die ganzen Spiele-Libraries, also à la Game Pass, beeinflusst. Und wenn man halt auch keine Spielezeitschriften mehr konsumiert, dann geht einem so ein Pokerspiel mittlerweile auch dann irgendwo vorbei. Ich weiß nicht, gibt es da auch einen Markt, dass da kommerziell noch Pokerspiele boxt verkauft werden? Also, ich weiß es nicht. Ich meine, damals in den Anfangszeiten waren ja die Strip-Poker besonders begehrt, aber gibt es denn heute so noch was? Ich weiß es nicht. Also, das ist so, das ist ein typischer Amiga-Sound. Ich kenne das Lied, aber das habe ich irgendwo schon mal gehört. Oder kenne ich das Spiel? Das kann natürlich auch sein. Ach, der Experte hier im Chat, Aho, der sagt gerade, es gibt heute viel Schlimmeres als Strip Poker. Ja, wahrscheinlich mit Live-Webcams und so. Ja, hallo, Brotbox. Ja, okay, wir müssen das jetzt auch gar nicht wissen, was es da alles gibt im Strip-Poker-Bereich. Aber ich weiß nicht, also wenn man jetzt heute noch in einen Mediamarkt oder sowas geht und da in der Spieleabteilung, findet man da überhaupt Pokerspiele oder Strip-Poker? Gab es das überhaupt schon mal? Oder war das immer nur so eine Underground-Nische? Ach nee, das ist wieder so ein doofes Logikspiel. Oh nö. Okay, machen wir das nächste, weil das ist jetzt wieder so ein Rätselspiel. Die sind bestimmt nicht schlecht, aber das ist halt sehr schwer, sich da jetzt da reinzuarbeiten und sich damit zu beschäftigen und dass es halt auch dann irgendwo Spaß macht. Oh, Aho, dann doch kein Experte? Ja, sorry, war auch nicht so gemeint. War nicht so gemeint. Ja. Aber ich glaube, das ist heute halt auch noch ein so ein Nischendasein. Okay, jetzt kommen wir wieder mit dem Shoot'em'up Construction Kit. Das wird wahrscheinlich auch ein sehr kurzer Ausflug. Weil, ja, das ist, die taugen nichts. Ja, das hat sich irgendwie auch nie herumgesprochen, dass man damit nicht viel machen konnte, aber zumindest in den PD-Serien sind da Spiele mit dem Construction Kit massig vorhanden. Ja, das ist, oje, und das ruckelt und die Wolken ruckeln und darf man gegen die Wolken fliegen? Ja, darf man. Ah, das sieht, also auf dem C64 wäre sowas noch ganz okay gewesen. Aber da hätte es, glaube ich, auch nicht so geruckelt. Also, nee. Nee, also das ist, also, nee, ich gehe direkt raus. Das ist nicht schön. Also das ist halt wirklich, also da wurde nichts Gescheites geschaffen mit dem Construction Kit. Also ich kenne da kein Spiel, was da wirklich annähernd auch okay war. Das war vielleicht damals interessant, um irgendwelchen Schulkids den anderen Freunden zu zeigen, guck mal, ich habe ein Spiel programmiert. Und dafür war das wahrscheinlich dann ganz gut, um die Leute vielleicht ein bisschen zu beeindrucken. Aber Spaß gemacht hat das echt nicht. Ja, okay, komm, das ist jetzt so Minesweeper. Ja, okay, komm. Machen wir die nächste Diskette. Jetzt wollte ich schon sagen Kassette, aber nee, so früh sind wir jetzt auch nicht. Ich bin irgendwie noch zu sehr vom VC20 geschädigt. Ja, Oliver, das habe ich auch gemeint. Also von der Auflösung wäre das doch okay gewesen, aber
optisch eigentlich auch dann schon eher unteres Niveau und dann auch vom Ruckeln, ja, also nicht schön. So Adventure, da bin ich mal gespannt, was einem da erwartet. Okay, es wurde in C geschrieben, das ist ja schon mal etwas. Nee, aber ein Text-Adventure auf dem Amiga, nee, das ist doch jetzt... Ach nee, also da habe ich jetzt aber überhaupt keine Lust. Das ist jetzt aber... Schaut euch mal an, das ist jetzt ein Luxus im Gegensatz zum VC20. Erstens kann man es auf dem Desktop spielen und man kann... Nee, man kann es nicht mal umformatieren. Das geht gar nicht. Jetzt habe ich das Ding zerstört. Ja, gut, also... Ja. Also. Schwierig. Man kann es nicht mal. Kann man Exit? Moment. Ja, das geht wenigstens. Ja, also, das ist halt. Finde ich auch schon fantasielos, ein Adventure zu nennen. Wobei, das erste Adventure hieß doch Adventure. Ja, aber gut, trotzdem, das ist halt, Oh, das ist jetzt von Ocean ein Spiel. Pushover sagt mir jetzt gar nichts. Hört sich aber nach Jump'n'Run an und das war ja nicht mein Genre. Ja, hallo Sebastian. Ja, das ist eine Demo, denke ich auch. Und man merkt, dass es halt auch schon von der Grafik her deutlich besser ist als ja, viele PD-Spiele. Soll jetzt kein Vorwurf sein, aber das ist halt schon, das sieht schon professionell aus. Die Musik kenne ich doch. Ist das nicht irgendwie eine Musik vom C64? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Jetzt habe ich nicht geschaut, was man machen muss. Man muss irgendwie Dominos... Oh nee, ich habe nicht gelesen, was man machen muss. mit der Ameise Domino Stein in Stellung bringen, bei welcher Reihenfolge? Das ist eigentlich ein recht bekanntes Spiel auf dem Amiga. Nee, ich kenne es jetzt nicht. Was daran lag, dass ich mir das nicht gekauft habe und ich hatte keine Freunde, die das mir als Kopie zur Verfügung gestellt haben. Also es sieht gut aus. Warte mal, ich lese nochmal die Anleitung durch. Ich gehe nochmal raus und dann, da stand nämlich die Anleitung. So, arrange dominoes in a run so the trigger domino falls last. You have one push. Standard, okay, das ist eine, ist ein Standard-Domino, dann hat man Stopper, dann einen Splitter, einen Exploder, ein Delay. Wie merkt man sich das dann alles? Preacher, Vanish, Trigger. Das kann man sich durch alles merken. Jetzt habe ich schon vergessen, was die beiden Spezialsteine waren. Dann machen wir das doch einfach mal. Legen wir die mal alle in eine Reihe. Das Spiel kam nach Lemmings raus, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Sound hier von der Ameise ist so einem Lemming entnommen.
Und Lemminge waren damals süß und hat mal halt auch vieles ein bisschen so kopiert, glaube ich, oder? So, ich glaube, das geht jetzt total schief, weil ich habe jetzt nicht aufgepasst, was wo war, welcher Stein. Oh nein, ich stelle mich echt so doof an. Der will hier nicht rein. Wieso geht der? Also, warte mal, irgendwie... Ah, jetzt... Nein. Oder es ist der Anfangsstein. Ah, den kann ich gar nicht bewegen. Och, nee. Also, den muss ich schon mal umschmeißen. So, und dann kann ich die... So, dann... Und das ist der Startstein, oder? Jetzt will er nicht mehr hin. Wieso geht der denn nicht... Der will nicht hier hin. So, okay, dann Kia geht da hin. So, und jetzt? Nee, bleib stehen und drücke. Ah! Ja! Ach so, da muss mit, ja, der Trigger-Domino muss der letzte sein. Ja, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall, ist okay. Ja, also ich möchte jetzt nicht weiterspielen. Es ist okay. Also ein Rätselspiel, wie es Spaß macht. Was ich ja nicht gut finde, man müsste eigentlich immer wissen, welcher Stein wofür was ist. Ansonsten bräuchte man ja halt dann wirklich entweder eine kleine Textkarte oder Tafel, oder man muss sich das dann halt irgendwie mal aufschreiben, was wo ist. Also das habe ich nämlich halt wieder dann vergessen. Und ja. Aber an sich ist okay. Kann man spielen. So, dann machen wir mal die 143. So, Moment. Muss mal gerade etwas trinken. So, dann geht's weiter mit der 143. So, Legend of Luthien. Was, man muss die Fonts installieren? Das hört sich an wie irgendwie so ein Rollenspiel oder ein Adventure. Und oft hatten die dann irgendwelche ganz merkwürdigen Schriftarten, die man nur sehr schwer lesen konnte. Und ja, also mir kraut schon Übles. Ne, mir schwand Übles. Mir kraut's nicht so. Na, gut. Wie oft habe ich das Spiel jetzt geladen, frage ich mich. Nicht wieder ein Text-Adventure. Ja, okay, das ist ein Rollenspiel scheinbar. Ja, klar, habe ich das, kenne ich doch alles. Ja. Das hat man schon mal irgendwo, das kenne ich. Also dieser Ork, der kommt mir bekannt vor. Ja, das ist so eine Mischung aus Point-and-Click, Adventure und Rollenspiel. Also man hat hier scheinbar auch so einen Parser mit Befehlen und dann so ein bisschen Ultima-like, dass man, ja, dass man halt über eine Karte geht. Eigentlich hätte ich damals sowas geliebt. Weil das ist ja dann wirklich, jetzt kann ich eine Stadt bereisen, mit den Leuten sprechen. Ja, das ist halt so ein Open-World-Spiel und man hat halt unendlich viele Freiheitsgrade. Und das, ja, das hätte ich damals wahrscheinlich echt geliebt, auch wenn die Grafik etwas öde aussieht. Aber es gibt dann so viel zu entdecken und, ja. Aber aus heutiger Sicht sind diese Art von Spielen dann doch etwas schwer gealtert, weil da gab es ja wirklich die größte Entwicklung auch mit den ganzen Open-World-Spielen, glaube ich. Also jetzt so ein World of Warcraft oder sowas, obwohl das ist ja auch schon jetzt, weiß ich, 10 Jahre, 15 Jahre alt.
Und da hat sich natürlich dann eine Menge getan und geändert. Ja, gut, dann machen wir mal das nächste Spiel. Dann gehen wir mal raus. Wie geht man hier raus? Gar nicht. Ah, doch, hier. Quit. So, Fußballmanager, gut, da habe ich jetzt auch irgendwie keinen Bock zu. Also mit Fußball kann man mich jagen, habe ich nichts am Hut mit. Ja, schauen wir einfach mal an, wie das jetzt aussieht. Für die Leute, die sowas interessiert. Ich glaube, so Fußballmanager waren damals in den 90ern auch ziemlich beliebt. Bitte lesen Sie die Anleitung. Tja. Das erste Problem ist, ich weiß schon nicht, wie man hier reinkommt. Ach, mit Return. Oh, das sieht ja echt trüge aus. Oh, nee, Leute. Ist das in Amiga Basic programmiert? Habt ihr mal gesehen, wie sich das aufbaut? Nee, oder? Das ist ja... Nee, 65 gibt's nicht. Bitte warten. Nee. Ist das Amiga Basic, oder? Ja, aber das ist ja wirklich ein absolut dröger Fußballmanager. Also da gab's ja schon wahrscheinlich andere, die da deutlich besser waren. Vor allem, das ist 93 gewesen. Also das ist jetzt... ja, Turbo-Torte, du hast alle möglichen gespielt, egal wie schlecht... Aber das ist ja wirklich jetzt hier. Guck mal, ich drücke jetzt mal 1. Achso, der macht jetzt ein Spiel. Habe ich gewonnen oder habe ich verloren? Was macht der denn da eigentlich? Ja. Ja, gut, der muss jetzt, also das interessiert mich überhaupt nicht. Gut, nächste Diskette. So, also, ja. Gibt's denn heute eigentlich noch das Genre mit Fußballmanager irgendwie? Überhaupt kein Plan. So. Oh, wieder ein Amos-Spiel. Crossfire. Sagt mir auch nichts. Ach stimmt, ich glaube, Anstoß gab es für eine Neuauflage, oder? Ja, aber das ist halt das Problem. Das ist halt für mich ja, überhaupt nicht interessant. Ich kriege es also gar nicht mit und ich weiß auch nicht, was da jetzt irgendwie der Reiz ist. Aber gut, das ist Geschmackssache. Das ist, wahrscheinlich ist der Reiz dann auch mit den originalen Mannschaften zu spielen, oder? Wenn dann jetzt irgendwie Spieler sind. Oh, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Okay. Okay. Man muss hier irgendwie Dinge einsammeln. Oh, und dann sind dann irgendwelche Raumschiffe, die einen versuchen abzuballern. Man kann alles einsammeln. Okay, das ist interessant. Also, erstmal die Steuerung, die finde ich eigentlich ganz okay, fair. Ja, man braucht ein bisschen schnelle Reaktion, das ist das Problem. Aber ich will es nochmal probieren. Erinnert mich ein bisschen an Jeff Minter Spiel, so von der Art her. Kann natürlich auch sein, jetzt hier mit so, wie war das, der Laser Zone, also mit diesen Turrets. Also es ist so eine Art Pac-Man mit Ballern.
Ja, man muss eigentlich alles aufsammeln, oder? Ach, und da werden dann auch jetzt solche Knoten gesetzt und die Knoten, die kann man scheinbar nicht... Oh! Und der Computer ist nicht doof. Nein! Jetzt habe ich doch alles. Oder was muss ich jetzt aufsammeln? Oder die Dinger? Doch, jetzt muss ich die aufsammeln. Puh. Das ist nicht ganz ohne. Die Frage ist jetzt nur, was passiert im nächsten Level? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob das jetzt vom Spiel irgendwie noch eine Wendung nimmt? Ja! Geschafft. Okay, jetzt hat man ein anderes Level. Ja, ist jetzt natürlich die Frage mit der Langzeitmotivation, weil... Macht es jetzt so viel mehr Spaß, dann ein anderes Level hier aufzuräumen, weil... Ich finde jetzt vom Ansatz her das Spiel nicht schlecht, aber ja, es fehlt mir jetzt irgendwas, dass der Spielfluss ein bisschen aufgebaut wird. Ja, gut. So, ja, dann machen wir mal das nächste Spiel. Ich muss mal gerade gucken, bin ich jetzt, da gab es vielleicht noch andere Spieler hier auf der Diskette, oder? Dann schauen wir mal gerade kurz. So, dann, das war Crossfire, jetzt Diamond Thief. So, bin ich mal gespannt. Let's do it. Okay, erstmal ruckelt das ein bisschen, also ein bisschen arg, und zweitens weiß ich nicht, wer ich bin. Also ob ich mit dem Joystick steuere, ich bin wahrscheinlich der Ball. Aber ich habe irgendwie keinen Einfluss. Shoot them. Ja, wie schießt man? Ach, mit der Maus? Ach nee, man muss das mit dem... Ach je, ist das schlecht. Oh Mann. Man muss hier mit dem Mauszeiger irgendwie rumruckeln. Also man ist da diese Kugel und man kann mit der Maus entlang ruckeln. Aber das ist ja total unpräzise. Also man muss... Eigentlich wie das Spiel vorhin, man muss irgendwie die Bälle aufsammeln, aber die Steuerung ist dermaßen schlecht. Oh Mann. Das Schlimme ist, das wäre sogar ein ganz gutes Spielkonzept. Ach, da darf man nicht dagegen fliegen. Und jetzt? Achso, ich kann auch schießen. Muss ich jetzt hier rein? Ja. Dann raus. Also das Spielkonzept ist gar nicht mal so schlecht, aber die Steuerung ist absolut missraten. Ja, das ist, also das kann ich überhaupt nicht spielen. Okay, dann machen wir mal die nächste Diskette. Ist interessant, es gab eine Commodore Amiga Incorporated. Hat denn 87 nicht Amiga schon zu Commodore gehört? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das habe ich noch nie bewusst hinterfragt. Aber ich dachte immer, dass, also ganz am Anfang war ja
Amiga selbstständig, aber das war ja dann irgendwie 85. Sowas Monster 2 HD? Machen wir mal. Nein. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Diskette auf den Desktop verschoben. Ich mach mal Monster HD. Ein mit Modular 2. Okay, ich wollte mal auf Debug klicken, weil ich wollte wissen, was passiert. So, Monster Quiz, keine Ahnung, was es sein soll, aber Modular 2, das war damals auf jeden Fall arschlangsam. Und ich glaube nicht, dass uns jetzt irgendwie da was Grandioses erwartet. Das ist alles so dunkel irgendwie. Das sieht aus, als ob ein Bildschirmschoner an wäre. Ja, Lexika. Ja gut, das ist halt ein Quiz. Und sowas hätte ich damals jetzt gut gefunden. Das Problem war immer nur, dass die ganzen Quizspiele, die haben ja auch dann die Fragen immer wiederholt. Und das war dann auch irgendwie ein bisschen schade. Und das beste Quiz war damals eh You Don't Know Jack. Gut, das kam auch ein bisschen später. Aber tja, die Griechen waren das doch. Ja, gut, also ein Quizspiel halt. Dann würde ich mal vorschlagen, machen wir das nächste. Waren wir jetzt hier durch? Ich glaube, da gab es, gestimmt, da gab es nichts anderes. Das war eine Diskette nur mit Quiz. So, dann machen wir die 147. Ja, hallo, Fube. Es ging ja, glaube ich, um die, war das nicht die Programmiersprache Modula? Also, ich weiß nicht, ob die jetzt was mit Modulo, also mit dieser Restfunktion, zu tun hatte. Kann sein, also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir hatten damals in der Uni hatten wir den Nachfolger Oberon. So, was ist denn German? Ja, kein Problem, Fuhr. Das ist, ich bin, also, ich verstehe auch manchmal vieles, oder verlese mich immer oft. Das passiert mir auch. Ja. Aber das stimmt, dass im Prinzip die Modulo-Operation deutlich langsamer ist. Ja, das ist 160p. Nee, kein Problem. Mach dir keinen Kopf. So, jetzt haben wir wieder so einen typischen Amiga-Mod. So, Level wird geladen. Okay. Okay, man muss jetzt hier irgendwie die Boxen scheinbar auf die Augen schieben, kann das sein? Und jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut. Ja, okay, das, ich habe das schon falsch gemacht. Also man muss jetzt hier dann scheinbar die Boxen verschieben. Ist ganz okay. Je nachdem kann das Spielprinzip richtig, richtig schwer sein. Wobei das jetzt eigentlich hier machbar aussieht. Ja, ich habe das am Anfang verbockt. Ich kann auch mal gerade hier nochmal neu starten. Okay, man kann ja auch einen Schritt zurück machen, das finde ich sehr gut. Level wiederholen und Code eingeben.
Okay, das ist zumindest sehr benutzerfreundlich. So. Dann müssen wir mal gucken, wie man hier anfängt. So. Ach, Moment, da muss man jetzt wahrscheinlich den... Ah, ne, ich glaube, ich habe auch schon wieder verbockt. Oder muss jetzt gar nicht alle da rein? Ich glaube, muss gar nicht alle. Man hat mehr Steine. Dann finde ich das echt extrem fair. So, der muss jetzt hier ganz runter, sonst klappt das nicht. So. Ach, nee, ich schaff's nicht mehr. Da ist schon ein... Nee, Moment. Ich hab's. Der andere. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ich komme nicht mehr da oben hin. Also der... Ach, jetzt habe ich mich verklickt. Der Stein muss hier runter, dahin. So, und dann kann der... Die anderen müssen dann hier hin. Also ich glaube, das Spiel ist machbar. Ich finde, es ist zumindest sehr gut umgesetzt. Man kann es gut steuern. Das kann man durchaus empfehlen. Ich werde es jetzt nicht hier in die Liste aufnehmen, weil ich finde es jetzt auch kein... Ja, ich weiß nicht. Wie findet ihr das denn so? Also von der Art her. Ich meine, gut, wir hatten heute noch nicht viele gute Spiele. Und das ist zumindest mal spielbar. Wobei, das ist jetzt halt auch ein Genre, das gab es jetzt auch schon ganz oft. Nee, dann lassen wir es raus. So. Okay. Ja, so ein typisches Shareware-Spiel. Noch eine Trivia, wenn man auf Basis 2 dividiert, wendet man Bitshift an, das ist dann extrem schnell. Ja. Gut, das, ist das nicht dann so, so typisch mit Assembler, wo man sowas dann auch macht? Ja, hallo David. So. Was ist das denn? Celestial Caesars? Da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, was einem hier erwartet. Aber ein Interlaced-Spiel, oh je. Das sieht man jetzt hier. Seht ihr diesen Kamm-Effekt? Wenn ich jetzt auch die Maus bewege, dann sieht man diesen Kamm-Effekt. Und auch wenn ich jetzt hier die Fläche bewege. Moment. So, schaut mal, ich werde jetzt mal hier das Fenster mal bewegen. Ach, geht gar nicht. Play-by-File-Mail. Das ist, glaube ich, so ein 4X-Spiel, kann das sein? Jetzt, wie geht das denn weiter? Human. Oh Mann, im Menü gescheitert. Kann ich was anderes eingeben hier? Oder Space drücken oder irgendwas oder... Hier raus. Doch, man muss hier auf X, also das Fenster schließen. Oh Mann. Das war echt. Ja, das ist so ein VX-Spiel. Und das konnte man mit Datei spielen, also mit so einer Datei, eine Spieldatei, die man dann dem Freund auf Diskette mitgebracht hat oder halt auch dann per Post geschickt hat. Ja, aber das ist halt jetzt natürlich aus heutiger Sicht etwas tröge und es ist halt im Interlaced-Modus. Und das ist
Das geht also auch auf die Augen. Also jetzt nicht heutzutage mehr, aber damals wäre das absolut schlimm gewesen. So, und was muss man jetzt machen? Ja, ich kann irgendwie nichts machen. Kann keine Raumschiffe kaufen. Ja, mach mal einen Turn. Ja, okay, da muss man jetzt wahrscheinlich die Spieldiskette einlegen und dann wird das dann, verschickt. Ja, heute ist früher, weil das ist ja im Rahmen vom Retro-Lagerfeuer. Oh, seht ihr, Softwarefehler. Es gab unter Kickstarter 1.3 keine Guru-Mutation mehr. Das ist die Softwarefehler. Also ganz früher gab es hier die reine Guru-Mutation. Da hieß ja, glaube ich, dann nur Guru, also dann stand Softwarefehler nicht. Und jetzt heißt es Softwarefehler Guru-Mutation. Die haben das irgendwie geändert. Ich glaube, seit 2.0 gibt es nur den Softwarefehler. Kann das sein? Irgendwie sowas war da. Also wir sind jetzt heute ja im Rahmen vom Retro-Lagerfeuer. Deswegen war das etwas früher, weil heute um 21 Uhr ist der Top-3-Talk. Da geht es heute um ein echt spannendes Thema. Und zwar um die besten Abstürze der Computergeschichte. Nein. Moment, ich wollte mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen nochmal neu laden, weil die Diskette... Ja, da waren noch Sachen drauf. Nee, es geht heute um Spiele-Franchises, die man gerne mal in einem Freizeitpark sehen würde. Ja, also, was weiß ich, wenn man ein großer Jeff Minter-Fan ist und man hätte gerne einen Jeff Minter-Theme-Park und dann kommt noch dazu, dann soll man auch noch ein paar Attraktionen benennen. Zum Beispiel bei Jeff Minter Lama weit spucken oder Amiga-Bälle Schießbude. Und da bin ich mal gespannt, was heute rauskommt. Also, das wird bestimmt lustig werden. So, die Juwelen des Lichts. Das hört sich auch an nach einem Adventure. Zum Beispiel, das wäre eine Idee. Also, Monkey Island, klar. Aber jetzt bitte nicht im Chat spoilern. Ihr könnt übrigens auch gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Dann gebt einfach kurz Bescheid. Und dann kriegt ihr die Zugangsdaten. Das Ganze findet ja dann auf Zoom statt. Und jeder kann mitmachen und einfach seine Top 3 präsentieren. Und dann ein bisschen schwärmen, ein bisschen träumen. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich träume auch. Oh Mann, das ist aber auch. So, wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie man einen Puffer anlegt, dann seht ihr das jetzt. Wer puffert sich so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Amiga mit seinem, naja. Oh Mann, das ist aber ein großer Puffer. Monkey Island, ja. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Abenteuer-Freizeitpark, das könnte echt interessant sein, so mit Monkey Island, sowas. Ja, also Infos, wie man mitmachen kann, findet man unter retrokompott.de und genau, Videostammtisch. So, Leute, das ist jetzt irgendwie ein Rollenspiel, das sieht ja aus, also auf dem VC20 hatte ich da schon anspruchsvollere Spiele. Nee, also ciao. Man steckt hier einfach nicht drin. Ist halt, ja, gut, das ist halt eine Überraschungskiste. Ja, manchmal sind da wirklich Highlights dabei, wo man sagt, boah, das war ein Hammer-Game. Und dann ist dann halt auch wieder eine Menge, ach je, was ist das? Also ein Spiel, was Hund heißt, das kann auch nicht viel sein. Ach nee, wieder, das war ja damals so ein beliebtes Spielegenre. Ist es nicht Sobokan? Und nee. Interessanterweise ist, also das, auf das Spielkonzept bin ich jetzt eigentlich seit Jahren nicht mehr gestoßen. Und hier beim Amiga, da ist ja wirklich fast jede, hat jede dritte Diskette hier so einen Klon. Also ich mach mal weiter. Weil das ist ja,
Ja, das, also Sobukan, also, nee, Sokoban, nicht Sobukan, Sokoban, das habe ich auch damals nie gespielt. Da bin ich immer, habe ich immer einen Bogen drum gemacht. Wobei ich das jetzt eigentlich auch mit ganz interessant entspannt finde, wenn man sowas auf dem Handy mal zockt. So, Copper. So, die. Ach, ein Arkanoid-Klon. Ach nee, also ja, ich habe Probleme mit der Maus, beziehungsweise. Das Ding ist so schnell! Das ist ja. Was ist das für eine Affengeschwindigkeit oder bin ich zu langsam geworden? Oh, gibt's das auch in Zeitlupe? Oh! Also das ist mir viel zu schnell. Das. Hab ich den nicht getroffen gerade? Nee, kriege ich nicht hin. Nee, der. Ich habe den auf dem Amiga 500 stehen. Der. Das ist ein Standard Amiga 500. OCS mit bisschen zu viel Fastmem vielleicht. Das könnte sein. Aber ansonsten hier 68.000er. Das ist die originale Geschwindigkeit. Ich würde mal sagen, ich bin einfach mittlerweile zu schlecht geworden. Gut, hinzu kommt auch, ich habe das, das Signal habe ich jetzt gegrabt und das, also ich greife das gegrabte Signal ab. Also ich steife es nicht durch und dadurch gehen halt so ein, zwei Frames dann verloren. Aber vielleicht liegt es daran, aber ich möchte mich da jetzt nicht rausreden. Ich bin da einfach wahrscheinlich zu schlecht geworden mittlerweile. Das ist überhaupt nicht mehr mein Fall. Ja. Ich, vor allem, ich habe Probleme mittlerweile so mit der Amiga-Maus, beziehungsweise mit der, mit dem Verhalten des Mauszeigers irgendwie. Das ist so, das eiert. So, ich weiß auch nicht, ob das jetzt, ob das, weil das nicht beschleunigt ist, also irgendwie linear, aber ich bin eigentlich gewohnt für so meine leichten Bewegung, dass es ein bisschen schneller anläuft. Und ich habe da echt, also da muss man sich wahrscheinlich wieder dran gewöhnen. Interessanterweise damals, als ich mir dann 97 meinen ersten PC gekauft hatte, hatte ich Probleme mit der PC-Maus. Ja, man wird irgendwie auch zu alt und zu langsam und zu träge. Das ist halt, ich kann mir vorstellen, dass man damals wahrscheinlich dann noch sich eher damit dann beschäftigt hat. Und mittlerweile ist es einfach so, unsere Reaktionszeiten, die sind schlecht geworden, also zumindest meine. Ja. Eins. Ach nee, das ist wieder so. Ja, auch ein ganz scheinbar beliebtes Genre damals, Hochhäuser bombardieren. Also das ist halt, ach je, ich verstehe es auch nicht, das ist eigentlich so ein Genre vom VC20, was da unheimlich verbreitet war. Und ich sehe überhaupt keinen Sinn oder Motivation in diesem Spielgenre. Ich finde das total bocklangweilig. Aber das waren halt auch wieder Spiele von Leuten, die das wahrscheinlich auf früheren Rechtergenerationen kennengelernt hatten und die haben das gerne gespielt, haben damit irgendwelche Erfahrungen oder eine Verbindung und wollten das dann auf modernen Rechnersystemen konvertieren. Und ich habe das ja selber so gemacht mit Amos. Da habe ich ja auch dann Spiele konvertiert, die ich auf dem VC20 gerne geschrieben hatte, gespielt hatte. Und ja, das war einfach auch nur aus Spaß, weil ich dann das Spiel wieder hatte, diese Erinnerung. Und von dem Aspekt her ist es eigentlich ganz okay. Was ist das denn jetzt? Das ist wahrscheinlich so ein Tic-Tac-Toe. Och, Leute. Irgendwie lassen mich die Spiele immer lächerlich aussehen, weil ich nicht blicke, wie die funktionieren. Machen wir das nächste. So, Mouthman.
Ja, Pac-Man. Oh je, heute sind wir jetzt echt auf der Retro-Retro-Schiene. So, was du damals oft gespielt hast, Fube, das war Gorilla, sprich Projektile auf dem Gegner mit Winkel plus Geschwindigkeit schießen. Das war sowas wie Amok. Ja, Reversi, aber ich muss zugeben, ich habe das nie gespielt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht weiß, wie Reversi funktioniert. Weil mich das Konzept hier angemacht hat und ich habe immer ausgemacht früher bei sowas. Ja gut, das ist ein Pac-Man-Klon und ich finde, der macht was her. Zumindest ist er gut spielbar. Die Steuerung funktioniert ganz gut. Und er hat ein bisschen so den Charme vom Automaten, finde ich ein bisschen. Aber auch hier, gell, das ist ein Spiel, was man wahrscheinlich in den 90ern nie mehr gekauft hätte, weil das Konzept, das hat da, glaube ich, niemanden mehr gefesselt. Also diejenigen, die mit Pac-Man aufgewachsen sind, ich kenne da eigentlich niemanden, der das dann noch später gerne gespielt hatte. Als Kind habe ich das auch gerne gezockt, aber ja, da war ich ja wie alt, da war ich einstellig. Und vielleicht war das auch so ein Spiel, wo man als, wenn man neu ist in dieser Welt der Computerspiele, als Einsteiger, dass es dann halt einem irgendwie schon packt und das ist toll, dass man hier auf dem Bildschirm interagieren kann. Aber an sich von der Langzeitmotivation ist Pac-Man kein gutes Spiel. Ja, es sei denn, man geht jetzt irgendwie auf Highscores, aber ja, dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade heute. Also das, vor allem, ja, was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwo sage, ja, ich habe irgendwie 7 Millionen Punkte Pac-Man. Ja, das ist, naja. Gut. Dann machen wir mal das nächste. Ja. Ja, also das erste Mal bei Pac-Man, da war ich wirklich einstellig. Das war, da habe ich, glaube ich, sogar ein Game & Watch Pac-Man bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das Game & Watch war, aber das war auf jeden Fall so eine Handheld-Konsole. So eine LCD-Konsole. Und mein Vater hat die damals kaputt gemacht. Der hat sich dann irgendwie, das lag am Boden und hat sich dann mit dem Schuh draufgesetzt. Und da war ich so traurig. In impenetrable darkness. At unimaginable pressure, no form of life we know could possibly exist. Here, there is only silence. Save your last breath to scream. So wurde das irgendwo rausgesampelt. Hat sich aber gut angehört. Also es war nicht schlecht, fand ich so. Aber was erwartet einem jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt... Ui. Ist das ein Interlaced-Bild oder sowas? Weil hier auch da unten, man sieht bei dem Scrolltext dieser Kammfilter. Also dieser Kammeffekt. Und das, die Grafik finde ich sehr hochauflösend. Und sieht auch ziemlich gut aus. Also schön gepixelt. Okay. Das ist kein Shoot-'em-up-Construction-Kit-Spiel. Also das merkt man direkt, weil die Steuerung, ja, ist direkt. Die Grafik im Ingame ist jetzt nicht ganz so geil, also die Explosionen gefallen mir nicht, aber die Sprites bewegen sich echt super schnell. Eieieiei, schaut doch mal, was da los ist. Das ist ja jetzt echt, Hilfe! Das wirkt ja auch fast irgendwie zu schnell.
Ach du Heiliger! Ey! Nee, es geht auch nicht, ich hab's noch rechts. Stille. Was mache ich falsch? Okay, man muss irgendwie einfach hier in der Mitte rumschwirren und. Ja. Alter, das ist ja. Okay, man muss hier in der Mitte irgendwo bleiben, dann überlegt man länger. Also ich finde es etwas unfair. Das ist ja aber auch sowas von schnell. Eieiei. Gibt es da nicht irgendwie einen Modus für alte Menschen? Aber technisch, was die da jetzt, so die Anzahl der Sprites finde ich echt ganz gut. Und die bewegen sich alle super langsam. Der Hintergrund ist ein bisschen statisch. Aber gut, es ist jetzt ein Shareware- oder PD-Spiel. Dummerweise habe ich den Namen vergessen. Ich wollte mir das mal gerade mal kurz anschauen, weil den Namen würde ich mir gerne doch merken. Ich muss nochmal ein Reset machen, weil das ist jetzt so ein Spiel, das ist, dann haben wir heute zumindest ein Spiel. Die 150. Ach nee, Moment, wie kann man nochmal ein Reset machen? Sekunde. Vielleicht braucht ihr irgendwas mit B, Boings oder sowas hieß das Spiel. Ja, es ist unfair spielbar, aber das ist wirklich jetzt gut gemacht, finde ich. Also das Spiel, das es hat was und technisch ist es auf einem sehr guten Niveau. Und kann man sich mal anschauen. Aber ich habe den Namen vergessen. Und was mich jetzt gewundert hat, die haben ja so ein schönes Titelbild und das Titelbild hat nicht das gleiche Niveau. Also hier. Bionics. Bionics 2. Far below, in impenetrable darkness, at unimaginable pressure, no form of life we know could possibly exist. Ja, also das ist ganz gut. Eine Diskette schaffen wir, glaube ich, noch. Mal zum Reingucken. Ey, Tetris! Aber es ist nicht das originale Tetris. Aber die Musik ist gut. Was heißt was Schönes? Es waren doch schöne Sachen gerade. Ist das, warte mal, heißt der Name Symbiosis? Oder ist das die Firma? Oder ist es Tetris? Aber so nicht das Original Tetris. Ist sowas erlaubt eigentlich? Das sieht mir nicht gerade offiziell aus. Nee, oder? Das ist ja wohl geil. Das aber, jetzt mal ernsthaft, ist denn sowas erlaubt? Weil, ich glaube, die verstoßen doch hier mit Sicherheit gegen 20 Patente. Markenrechte. Und es spielt sich wie das Original. Aber mit Joystick. Und sehr gut. Also ihr seht, ich bin total im Flow. Man kann hier auch die Steine runterfallen lassen schnell. Also eine sehr, sehr schöne Steuerung. Ach, ich habe mich schon mal Tetris schlechter angestellt.
gut, also Tetris, wer kennt's nicht? Ich find's lustig, das ist halt, ich weiß nicht, also Emulation ist es wahrscheinlich nicht, sondern das wurde einfach halt programmiert in dem Style von dem Game Boy. Und finde ich eine ganz tolle Version. Also es ist wahrscheinlich die am nächsten an dem Original dran liegt. Schau's mir mal gerade auf. Kann man sich auf jeden Fall mal antun. Tetris auf dem Game Boy. So, und dann 151 war das, das Kette. So, sieht mir auf jeden Fall nicht ganz ganz legit aus, aber es ist kein Emu, oder David? Also, das ist kein meint ihr, da hat jemand dann den originalen Code genommen vom Game Boy und das Ganze im Emulator gepackt? Nee, das ist nachprogrammiert, glaube ich. Also ich glaube, es ist nachprogrammiert und das ist keine Emulation. Es ist egal, auf jeden Fall hat das wirklich einen ganz guten, also ein ganz gutes Retro-Feeling. Und kann man hier auch noch die Schalter betätigen? Nee, Batterie nicht. Oder Lupe geht auch nicht mit Licht und sowas. Das wäre lustig gewesen. Aber das ist nachprogrammiert, glaube ich. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall verstoßen die gegen eine Menge Markenrechte, und wenn das jetzt mal rausgekommen wäre oder hätte das Nintendo mal gefunden, hätten die das wahrscheinlich dann, hätten die direkt verklagt. Weil Nintendo versteht da ja nicht so viel Spaß. So, dann würde ich mal vorschlagen, dann mache ich jetzt hier mal den Deckel zu. Ich übergebe jetzt mal dem Patrick gleich. Und ihr bleibt jetzt dran. Gleich kommt das Retro-Bingo ohne Ingo. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. So, Moment, ich muss es jetzt richtig timen. So, dann, ja, dann macht's gut und tschüss.